Willkommen zu einem neuen Video und ich bin gerade hier im Auckland War Memorial Museum oder auch Auckland Museum genannt. Es ist ein bisschen windig, deshalb werde ich das Ganze gleich als Voice-Over nochmal senden. Das geht ja mit der Maske wunderbar, um so ein bisschen über dieses kulturhistorische Gebäude zu erzählen. Das Auckland War Memorial Museum heißt Auckland War Memorial Museum. Da es im Teil eines Projektes zu Ehren auch des Krieges und als Gedenkstätte gedacht war nach dem Ersten Weltkrieg. Ganz ursprünglich, deshalb ist es auch eines der ältesten in ganz Neuseeland, wurde das Museum 1852 errichtet, aber an einer komplett anderen Stelle. Das war ein einfaches Bauernhaus mit ja nur zwei Ausstellungsräumen in dem Vorort Grafton. Und 1869 ist es dann in die Innenstadt von Auckland gelegt worden und nach dem Ersten Weltkrieg hat man dann gesagt, okay, wir bauen das zusammen mit einer Gedenkstätte für die Teilnehmer des Krieges, des Ersten Weltkrieges und hat dann diesen Ort ausgedacht. Dieser Ort liegt auf einem Vulkan, auf einem ehemaligen Vulkan, also der jetzt ruhend ist, deshalb hat man auch diese Anhöhe und deshalb hat man auch das Grün rundherum und eigentlich auch gar keine Häuser, die dort stehen und keine Leute, die dort wohnen. Und so kann man ja wunderbar einen Blick über die Stadt auch erhaschen. Zwar nicht ganz so gut wie an anderer Stelle, aber immer noch ziemlich ordentlich und man hat sehr, sehr viele Grünanlagen. Man kann hier herumspazieren und den super Sommertag dann genießen. Im Innern des Museums gibt es dann nicht nur Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg und die Teilnehmer, die dort gekämpft haben im Ersten Weltkrieg und Geschichte, sondern natürlich auch Entstehungsgeschichte in Neuseeland selber und auch Geschichte über die Ureinwohner Neuseelands, die Maori, die immer noch eine der größeren Bevölkerungsgruppen hier in Neuseeland darstellt. Deshalb findet man dort auch sehr, sehr viele Maori-Artefakte, Kunstgegenstände, Gemälde und so weiter. Geschichte auch, natürlich, es hat den Namen War drin, aber wird auch einfach nur Auckland Museum genannt, weil eben allgemein über die Geschichte erzählt wird. Aber es gibt eben auch noch ein paar Kanonen, die hier stehen, ein paar Denkmäler, die hier stehen und natürlich auch an Generälen wird da irgendwie gedacht und die werden natürlich auch gezeigt. Und eine ganze Menge von Kindern laufen hier auch rum, weil die natürlich auch Schulausflüge hier machen müssen und sich das Ganze etwas genauer anschauen. Kommen wir nochmal zum Ersten Weltkrieg, weil das viele nicht wissen und ich in der Form auch erst hier erfahren habe. Neuseeland war als Teil des Vereinigten Königreichs nämlich beteiligt am sogenannten Großen Krieg. Zur Unterstützung von Großbritannien und der alliierten Kräfte hat man so etwa 100.000 Kräfte nach Europa entsandt, was außerordentlich viel war für einen kleinen Inselstaat von mal gerade etwas über 1 Million Einwohner, muss man bedenken. Gekämpft wurde nicht nur in Europa, sondern auch auf der Pazifikinsel Samoa, die von Deutschland besetzt. Außerdem gab es Truppen im Nahen Osten, Ägypten zum Training und der Türkei zur Bekämpfung des Osmanischen Reiches. Die Ankunft am Anzac-Strand in Gallipoli am 25. April wird auch heutzutage noch als sogenannter Anzac-Tag in Neuseeland gefeiert. Er gilt auch in Australien als großer Feiertag und erinnert an alle Neuseeland und Australier, die in Konflikten für den Erhalt von Frieden gekämpft haben. Und man kann, wie ich gerade gehört habe, auch hier sich einfach hinsetzen und relaxen. Es gibt also hier auch Grün, ganz, ganz viel Grün und Parkgelände. Und das Ganze liegt so ein bisschen auf dem Berg oben drauf. Und da seht ihr auch ein bisschen die Treppe, die nach oben geht. Und wenn ich dann mal nach hinten hier nochmal schaue, schwenke, da seht ihr da die See, das Meer. Und da hinten Auckland Sky Tower, City Center. Also eine ganze Reihe von Platz hier, den man nutzen kann natürlich, um auch zu entspannen oder einfach mal einen schönen Sommertag hier zu genießen in Auckland, Neuseeland. Dazu. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich im Comments-Bereich stellen. Ansonsten liken, subscriben und bis zum nächsten Mal. Ciao.